Grüß Gott und herzlich willkommen zur Stunde der Seelsorge. Besonders begrüßen darf ich wieder Pater Karl Wallner, der Nationaldirektor der päpstlichen Missionswerke Missio in Österreich. Er ist Mönch des Stiftes Heiligenkreuz und dort an der Hochschule unterrichtet er auch Dogmatik im speziellen Sakramententheologie. Pater Karl, die Predigt war bis ins 20. Jahrhundert hinein nicht zwangsläufig so bedeutsam wie heute. Oft wurde sie zwischen zwei gut besuchten Gottesdiensten gehalten. Erst, glaube ich, mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil hat sie den Stellenwert wieder bekommen, den die Predigt heute hat, vornehmlich als Homilie, das heißt als Auslegung der Schrifttexte, die am jeweiligen Sonntag oder dann in der jeweiligen Heiligen Messe auch vorgetragen werden. Und natürlich können auch thematische Predigten gehalten werden. Und so wären wir bei einer ersten Zuschrift. Sehr geehrter Herr Pfarrer Rimmel und sehr geehrter Herr Pater Karl Wallner, ich hätte ein Anliegen. Warum werden bei der Predigt die 10 Gebote so wenig erläutert? Das wäre in unserer Zeit sehr notwendig. Im Voraus besten Dank, hochachtungsvoll, Punkt, Punkt, Punkt. Ich habe selber eine Entdeckung gemacht, wie ich Pfarrer war. Ich hatte einen Vorgänger, von 1921 bis 61, 40 Jahre war der Pfarrer und der war sehr genau im Führen der Pfarrchronik. Und da gab es in meiner Pfarre damals in Sulz ein sogenanntes Predigtbuch und der hat für jede Messe das Thema der Predigt aufgeschrieben. Und tatsächlich ist da der ganze Katechismus durchgegangen, also 10 Gebote und 7 Sakramente und Standeslehre für Ehepaare und so weiter und so fort. Also da wurde sehr thematisch offensichtlich gepredigt über alle Themen des christlichen Glaubens. Nun hast du schon gesagt, eben wollte man im Zuge des Zweiten Vatikanischen Konzils die Predigt innerhalb der Liturgie als eine Auslegung der Heiligen Schrift, also der Lesungen und des Evangeliums. Der Tisch des Wortes Gottes wurde auch reicher gedeckt, indem jetzt die Leseordnung geändert wurde. Faktisch kommt das ganze Neue Testament vor, innerhalb eines Dreijahreszyklus an den Sonntagen, eines Zweijahreszyklus an den Wochentagen. Dazu kommen die heiligen Feste und so weiter. Also man wollte, dass das mehr biblisch jetzt eben wird, das Predigen. Das war gut gemeint. Allerdings, also meine persönliche Meinung ist, da bin ich ganz auf der Seite der Schreiberin, dass wir zu wenig eben jetzt die spannenden katechetischen Inhalte, die sich aus den biblischen Texten, aus der geoffenbarten Offenbarung Gottes, die wir als erste Quelle in der Heiligen Schrift haben, dass wir das zu wenig jetzt eben bringen. Und es fehlt auch die Systematik. Also ich sehe selber auch, ich bin ja in der Situation, das wissen viele, die KTV sehen, dass ich seit dem 10. März 2020 jeden Tag bei der Mittagsmesse predige. Also das sind jetzt über, also 2,5 Jahre sind das jetzt. Ja. Ich muss sagen, die Themen gehen mir nicht aus, aber ich erlaube mir schon manchmal, das Evangelium einfach jetzt eben stehen zu lassen. Es hat auch in sich eine Kraft und dann bestimmte Themen aufzugreifen, die aktuell sind. Also ich glaube, da gibt es ja auch keine, also ich wüsste nicht, dass es da Verbote gibt, dass man jetzt eben systematisch predigt über bestimmte Dinge. Ich würde es auch eher empfehlen, auch, weil es für die Leute spannend ist. Das Glaubenswissen geht gegen Null. Ja, und deshalb so eine katechetische Aufarbeitung, wo man Punkt, 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 das, zum Beispiel Sakramente, weil das ja auch mein Fach ist. Also das gehört zu einem Sakrament, das ist das Wesen der Taufe. Ich habe als Pfarrer auch die Erfahrung gehabt, da war damals das Lesejahr A im Sommer, wo weniger Leute in die Kirche kommen normalerweise. Und ich habe gesagt, jetzt kommt das 6. Kapitel von Johannes und ich werde die nächsten 4 Sonntage, wo wir das hören, systematisch über die Heilige Messe, über die Eucharistie predigen. Und die Kirche war voll, weil es die Leute interessiert hat. Und da habe ich erklärt dann, was der Altarkuss bedeutet, was das Weihwasser beim Kircheneingang bedeutet und so weiter. Alles Dinge, die man nie hört. Ich bin auf der Seite der Schreiberin, die das als Frage jetzt eben gestellt hat. Ich bin dafür, dass wir Priester die Breite des Glaubensinhaltes in den Predigten also besser abbilden, als das derzeit erfolgt.
dann eine Nachfrage. Es ging ja um die 10 Gebote, die hier gut herpasst. Liebe Stunde der Seelsorge, ab welchem Alter gelten die 10 Gebote? Im Alten Testament werden sogar Säuglinge zum Fasten aufgerufen. Also gelten die 10 Gebote von der Geburt an. Liebe Grüße, Punkt, Punkt, Punkt. Also ich wüsste nicht, dass eines der 10 Gebote sich auf das Fasten bezieht. Also es gibt andere. Also die ersten 3 Gebote beziehen sich auf Gott, die anderen 7 Gebote beziehen sich auf unser Miteinandersein, im Gegenübersein. Also das hängt jeweils vom Vernunftgebrauch auch ab. Jemand, der, wie soll ich sagen, also der Verehrung Gottes bist du nur fähig, wenn der Geist soweit ist. Ja? Also ein Säugling preist Gott durch sein bloßes Sein. Ja? Also es ist die Frage beantwortet sich dann bei bestimmten Dingen auch kirchenrechtlich, zum Beispiel bei der Sakramentenfähigkeit, zum Beispiel bei der Heiligen Kommunion, aber es ist auch kein Thema jetzt der 10 Gebote. Da brauche ich Vernunftgebrauch, da muss ich dieses Brot unterscheiden können vom gewöhnlichen Brot. Ich muss wissen, dass das der Leib Christi ist und so weiter. Da gibt es bestimmte Regularien. Aber grundsätzlich gilt für alles der Vernunftgebrauch. Also wenn ich nicht fähig bin, jetzt meinen Geist, meine Ratio jetzt eben zu verwenden, dann bin ich auch nicht verpflichtet dazu, selbstverständlich. So ab 7 Jahren? Ab 7 Jahren? Es kommt drauf an, nicht? Also ja, also es gibt Kinder, die sind vielleicht schon früher dazu fähig. Und in manchen Bereichen, zum Beispiel jetzt eben Gottesverehrung, Halten des Sonntagsgebotes, du sollst den Tag des Herrn heiligen, wenn wir bei den 10 Geboten jetzt eben sind. Also das sind alles Themen, die natürlich zusammenhängen auch mit dem entsprechenden Alter. Pater Karl, das Glaubensbekenntnis, das wir in der Heiligen Messe beten, entstammt ja eigentlich der Taufliturgie. Dort wurden ja diese 3 Fragen gestellt. Glaubst du an Gott, den Schöpfer? Glaubst du an Jesus Christus, den Erlöser, an den Heiligen Geist, den Heiligmacher? Diese Inhalte wurden dann zusammengefasst, den Taufbewerbern übergeben. Und es gibt ja verschiedene Formen von Glaubensbekenntnissen. Das apostolische Glaubensbekenntnis, das Glaubensbekenntnis von Nicäa. Und jetzt sind wir bei der nächsten Zuschrift. Sehr geehrter Herr Pfarrer Thomas Maria Rimmel und Pater Karl Wallner, ich liebe aus tiefstem Herzen das große Glaubensbekenntnis von Nicäa. Ja. Ich finde es mitleiderregend und fast schon armselig, dass in allen Kirchen Europas mit Ausnahme des Heiligen Stuhls nur noch das kleine apostolische Glaubensbekenntnis gebetet wird. Das große Glaubensbekenntnis von Nicäa ist so rein und göttlich. Es weist auf die Trinität, die Dreifaltigkeit hin. Gott, der Vater, der Schöpfer vom Himmel und der Erde, der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Der Sohn, geboren aus dem Vater vor aller Zeit. Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater. Es gibt nichts Poetischeres und Reineres und Göttlicheres. Was sagen Sie dazu, dass das große Glaubensbekenntnis von Nicäa nicht mehr gebetet wird und alles verkommt? Mit freundlichen Grüßen, Punkt, Punkt, Punkt. Das große Glaubensbekenntnis findet sich übrigens für alle, die zuschauen. Ich habe es jetzt schnell gefunden im Gotteslob. Das ist die Nummer 586.1, ja, weil jetzt eben hier Menschen zusehen, die nicht wissen, worüber wir reden. Tatsächlich, wie du gesagt hast, haben wir verschiedene Glaubensbekenntnisse, die im Lateinischen Symbolum heißen. Also wo ein Wort ist ja nur ein Wort, mit einem Inhalt zusammengefügt wird, also wo ein Wortsymbol mit einem Inhalt gefüllt wird. Also im Lateinischen heißen Glaubensbekenntnisse eben Symbolum. Ja. Und wir haben eben das Ältere, ist das apostolische Glaubensbekenntnis, das man deshalb apostolisch genannt hat, weil es aus 12 Artikeln besteht. 12 Apostel, 12 Artikel. Es gibt auch die Legenden, dass die Jünger am Pfingsttag, wie sie dann auseinandergegangen sind, gesalbt mit Heiligem Geist, dann dieses Bekenntnis noch formuliert hätten, damit sie etwas haben, das sie zusammenhält. Das ist eine schöne Legende aus der Zeit des Hieronymus, aus dem 4. Jahrhundert. Aber sie sagt eben, dass im Apostolikum schon alles enthalten ist. Auch dort wird ja Jesus Christus als der Sohn Gottes genannt. Ich glaube an Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, der Monogenes, der Primogenitus, der Monogenes, also der einzig gezeugte Sohn, ist dort enthalten. Das Glaubensbekenntnis von Nicäa, und bitte korrekterweise muss man sprechen von Nicäa und Konstantinopel, entsteht im 4. Jahrhundert aus einer dramatischen Situation. Arius leugnet die Gottheit Christi. Also er lässt jetzt eben den Logos nur eine geschöpfliche Instanz sein,
damit wäre Jesus Christus nicht wahrer Gott vom wahren Gott, nicht Licht vom Licht, damit wäre er nur geschaffen und nicht gezeugt von Ewigkeit. Und die Kirche reagiert hier 325 im Konzil von Nicea unter Kaiser Konstantin und formuliert dieses Glaubensbekenntnis gegen Arius. Ja, also Gotteslob 586,1, könnt ihr euch das anschauen. Dort wird von Jesus Christus gesagt, dass er Gott von Gott ist, Licht von Licht, dass er wahrer Gott vom wahren Gott ist, dass er gezeugt ist, nicht geschaffen ist. Also es geht hier um das innergöttliche Sein Jesu Christi, wie in diesem Brief ja auch ausdrücklich gesagt wird. Und das wird dann ergänzt, 381, durch das Bekenntnis zur Gottheit des Geistes. Also der dritte Teil, die Glaubensbekenntnisse sind immer Vater, Sohn, Heiliger Geist, also trinitarisch aufgebaut. Der dritte Teil präzisiert dann den Heiligen Geist, dass er aus dem Vater hervorgeht, dass er mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird, dass er Zoopoion ist, dass er lebensspendend ist, dass er Kyrios ist, dass er Herr ist, also göttlich ist und so weiter. Also dieses Glaubensbekenntnis, das Niceno-Konstantinopolitanische Symbolum, wie der Fachausdruck heißt, ist ein dogmatisches Glaubensbekenntnis. Also es hält den Glaubensinhalt sehr stark jetzt eben fest, der damals im 4. Jahrhundert durch diese Häresie des Arius und dann der Pneumatomachen jetzt eben in Frage gestellt worden ist. Deshalb ist es auch so feierlich. Es bezieht sich wirklich auf den Inhalt. Also wenn du das sprichst, hast du ganz klar vor Augen, ich glaube an Gott, der Schöpfer ist, an den Sohn, der Licht vom Licht, Gott von Gott ist. Ich glaube an den Heiligen Geist, der Herr ist und Leben spendet. Also da hast du die Trinität in der Fülle vor sich und wunderbar ausformuliert. Ich liebe es auch. Es ist der deutsche Sprachraum, der einzige Raum in Europa, das ist auch richtig, wo wir das kurze apostolische Glaubensbekenntnis beten. Überall sonst hast du immer in der Sonntags- und Feiertagsliturgie das Niceno-Konstantinopolitanische Symbolum. Noch einmal Gotteslob 586,1. Ich muss schauen, ob ich mir die Zahl gemerkt habe. Jawohl, 586,1. Ja, was soll ich machen? Es hat sich so entwickelt in unserem Sprachraum. Vielleicht ein Detail, was ein bisschen tröstet. Wenn Kardinäle ernannt werden, ja, dann legen sie vorher auch das Glaubensbekenntnis ab und dann nimmt man dann interessanterweise das ältere, kürzere, apostolische, was wir jetzt eben verwenden. Im Prinzip ist aber auch das Apostolikum inhaltlich völlig hinreichend. Ja, also das muss man einfach so sagen. Auch das Apostolikum beinhaltet voll das Bekenntnis jetzt eben zur Gottheit Christi und voll das Bekenntnis zur Gottheit des Heiligen Geistes samt seiner Werke eben jetzt der Kirche, der Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden und so weiter und so fort. Wenn jetzt Frauen und Männer zuschauen, die in den Pfarreien oder in den Gemeinden, in Liturgieausschüssen sitzen, können Sie ja dieses Thema mal als Anregung nehmen, vielleicht mal wieder dieses große Glaubensbekenntnis zu geben. Ja. Ein herzliches Grüß Gott, Pfarrer Thomas Maria Rimmel und Pater Karl Wallner. Jeden Sonntag beten wir das Glaubensbekenntnis. Bitte erklären Sie mir den Satz. Er wird kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Welche Toten? Ich danke Ihnen für die kompetente Antwort und verbleibe mit lieben Grüßen. Punkt, Punkt, Punkt. Also vielleicht noch zur Ergänzung jetzt eben, der heilige Johannes Paul hatte angeregt, dass zum Jubiläumsjahr 2000 in den Pfarren doch ab und zu das große Glaubensbekenntnis gebetet werden sollte. Und das ist wirklich auch belebend, also weil du da angesprochen hast, die Liturgieverantwortlichen und so. Also weil da wird es plötzlich spannend, ja, und die Gefahr ist ja, Leute, die große Gefahr ist, man leiert's runter, ja, man denkt nicht dabei, das ist die größte Gefahr. Und es ist auch kein Gebet, es ist ein Bekenntnis, das uns jetzt eben vereint, eben jetzt, das zeigt, wir gehören zusammen, wir haben denselben Inhalt, den wir jetzt eben glauben. So, und jetzt zu dieser Frage, Moment, das war jetzt noch, ja, der kommen wird zu richten, die Lebenden und die Toten. Es gibt nach dem Glauben der Kirche, ich verweise hier, Entschuldigung, wenn mir da die Bücher heute zufällig liegen, ich verweise auf den Katechismus der katholischen Kirche, wo ihr das alles auch ausgeführt findet mit den Begründungen und so weiter. Wir glauben an ein persönliches Gericht unmittelbar im Augenblick des Todes, das Individualgericht, das auch letztlich entscheidet, nicht, also in diesem Zustand, wo ich dann Christus gegenübertrete, deshalb bitten wir in jedem, gegrüßet seist du Maria,
dass die Gottesmutter Maria für uns Fürbitte halten soll, jetzt und in der Stunde unseres Todes, weil es dann um die Ewigkeit geht. Also dann stehen wir vor unserem Richter und dann werden wir auch konfrontiert mit unseren Defiziten, unserem Versagen, mit dem Dunklen in unserem Leben. Das ist das individuelle Gericht. Dann gibt es aber ein Universalgericht am Ende der Zeiten. Das ist dann, wann die Parousie Christi erfolgt, das nicht gegen das Individualgericht jetzt eben geht. Aber diese Formulierung, der kommen wird zu richten, die Lebenden und die Toten, bezieht sich eben darauf, dass am jüngsten Tag ein Universalgericht stattfinden wird, wo wir auch noch gerichtet werden mit dem, was wir eingezeitigt haben in die Geschichte. Schau, niemand von uns weiß, was er Gutes in die Welt setzt, wie das dann weiterläuft, sich entwickelt, oder was er Böses auch in die Welt setzt. Also ein Bruch in der Familie, ein Streit, ein nicht versöhnte Sache, Menschen, die beschädigt werden, die andere dann wieder beschädigt werden, Opfer, die andere zu Opfern machen und so weiter. Also das wird dann alles noch einmal mit einbezogen bei diesem jüngsten Gericht, wenn wir dann schon tot sind, also deshalb eben diese Formulierung, der richten wird die Lebenden und die Toten. Weil es werden beim Gericht, das steht im 1. Thessalonikerbrief, da schreibt der Apostel Paulus auch, die leben werden denen, die gestorben sind, nichts voraus haben und umgekehrt. Also die Parousie wird zu Lebzeiten der Menschen erfolgen, so eben die paulinische Auffassung. Und deshalb wird es Lebende geben und Menschen, die bereits gegangen sind. Und das Universalgericht gilt eben dann allen, weil es universal ist, also für alle. Wir haben bisher darüber gesprochen, das apostolische Glaubensbekenntnis beten oder das Glaubensbekenntnis von Nicäa Konstantinopel. Es gibt noch eine Nachfrage zu einer weiteren Variante, die sehr verbreitet ist. Sehr geehrter Herr Pater Karl und sehr geehrter Herr Pfarrer Rimmel, gerne hätte ich von Ihnen gewusst, warum, ich schätze seit einem halben Jahr nach der Predigt, nicht mehr das apostolische Glaubensbekenntnis gebetet wird, sondern durch ein Lied ersetzt wird. Mhm. Ist es überall jetzt so üblich oder nur in manchen Pfarreien? Vielen herzlichen Dank für Ihre Auskunft. Punkt, Punkt, Punkt. Nochmal eine interessante Nachfrage zu dem Thema. Ja, ich habe es gerade jetzt eben erlebt bei Priesterweihen bzw. bei Primizen. Das ist in Deutschland offensichtlich sehr verbreitet und es gibt auch gute Lieder, auch mit so Versen, Credo in Unum Deum, und dann kommt eben dieser Text und die Gemeinde singt es als Responsorialpsalm. Was ich bisher gehört habe, sind die Sachen großartig, weil das ganze Apostolikum vorkommt. Also es ist der Glaubensinhalt, aber die Gemeinde darf ein bisschen entspannen, ja, und dann wird das Bekenntnis gesungen und die Gemeinde stimmt zu, Credo in Unum Deum. Also ich habe das toll gefunden, wenn ich ehrlich bin. Bei uns in Österreich ist das nicht so üblich, muss ich sagen. Ja, also ich habe es so hier so nicht so oft und nicht so intensiv und schön erlebt wie in Deutschland. Ich finde das gut. Man sollte dann natürlich nicht aufhören, auch das Glaubensbekenntnis zu sprechen. Aber wie gesagt, ich habe es ja schon gesagt, also die größte Gefahr für mich ist immer bei der Liturgie, wenn wir hirnlos werden, werden wir auch herzlos und dann das Ganze eben nur ein Runterrattern von Formeln ist, die man eingelernt hat, dann ist zu wenig. Ich habe mit dem Glaubensbekenntnis ja die persönliche Erfahrung, als achtjähriges Kind vor der Erstkommunion habe ich, ich glaube, das einzige Mal in der Schule zu schummeln versucht. Ich habe es nicht gelernt und wie der Pater Silberbauer dann im Religionsunterricht und das abgefragt hat, bin ich aufgestanden. Da hatte ich den Zettel auf der Bank liegen und habe glaub, ich kann das da ablesen. Natürlich hat er das bemerkt. Und es ist schon lustig, nicht, dass ich heute Dogmatikprofessor bin und dieses Glaubensbekenntnis auslege und das Kind war es mir zu kompliziert und zu lang zum Lernen. Also Lieder schön, ja. Ich kann jetzt nicht alle Lieder kommentieren. Könnte sein, dass welche nicht ganz eben jetzt stimmig sind. Das kann ich nicht beurteilen. Ich kann nur sagen, was ich bisher erlebt habe, und das war vor allem immer in Deutschland, wo das Credo gesungen wird, oder auch in Medjugorje, glaube ich. Da hat es mir sehr, sehr gut gefallen, weil nichts vom Inhalt aufgegeben worden ist und das Ganze einfach musikalisch, gesanglich aufbereitet worden ist, sodass es einfach mehr Freude gemacht hat, das zu singen, als wenn man es nur runterleiert. Pater Karl, am Ende des Wortgottesdienstes kommen die Fürbitten, lateinisch Oratio Fidelium, wir haben immer wieder betont in dieser Sendung das Gläubigengebet, und das Zweite Vatikanische Konzil gibt ja ein Sacrosanctum Concilium 53 konkret vor,
welche Themen da behandelt werden sollen, nämlich für die Heilige Kirche, für die Regierenden, für jene, die von mancherlei Not bedrückt sind, für alle Menschen und das Heil der ganzen Welt. Und dieses Fürbittgebet gehört ja nicht nur in die Heilige Messe am Sonntag, sondern in jede Heilige Messe. Und jetzt haben wir da verschiedene Nachfragen dazu, zu diesem Thema. Sehr geehrter Herr Pfarrer Rimmel, sehr geehrter Herr Pater Karl Wallner, unsere Fürbitten in den Gottesdiensten verkommen zu allgemein politischen Floskeln. Ganz genau. Ich habe einer Ordensschwester in unserer Gemeinde gesagt, dass ich da nicht mehr mitbete und, bevor ich die Heilige Messe aus Ärger verlasse, meine Ohren auf Durchzug schalte und lieber ein Ave Maria bete. Mit freundlichen Grüßen, Punkt, Punkt, Punkt. Also das sehe ich sehr ähnlich, wobei allgemeine Pauschalierungen sind natürlich gefährlich. Es gibt Gemeinden, wo die Fürbitten großartig sind, aber ich habe das auch schon gehört, also gibt, dass wir den CO2-Ausstoß reduzieren und so weiter. Also das sind wirklich so Themen, die nicht, die kommen auch nicht aus dem Herzen. Ja? Und das ist auch, was soll das? Ja? Da geht es um dein Bemühen, den CO2-Ausstoß jetzt eben zu. Das ist so immer eher eine Botschaft an die Gemeinde. Ja? Also ihr müsst euch ändern. Also dieses ich kann das nur unterstützen, diese Kritik. Also ich finde, das ist der Teil der Heiligen Messe, neben unseren Defiziten, dass wir nicht wirklich an die Gegenwart Christi vielfach glauben und die Kommunion einfach nur so ein Brötchen abholen ist. Also das zweitgrößte Problem ist für mich die Fürbitten. Das ist aber ein Gesamtproblem der Kirche. Das kommt einfach daraus, dass wir Gott nicht mehr zutrauen, eine Wirklichkeit zu sein, also zu wirken, und deshalb meinen, es geht immer nur um uns. Wir müssen uns psychologisch bekehren und die Liturgie ist nur eine psychologische Therapie oder eine Wohlfühloase und so weiter. Und dann kommen eben diese rein innerkirchlichen Appelle an die Gläubigen eigentlich. Es sind keine Appelle an Gott. Ja, also sind es nicht. Deshalb haben wir uns ja erlaubt, mit Beginn der Pandemie bei Missio Österreich diese persönlichen Fürbitten immer zu nehmen. Ich muss sagen, ich war ja in Deutschland jetzt zu zwei Primizen. Ich habe sehr schöne Fürbitten dort erlebt, also wo man wirklich, also die waren wirklich intensiv. Die haben diese allgemeinen Themen gehabt. Das gibt's. Ich würde aber sehr empfehlen, allen Priestern, allen Pfarrern, allen Liturgieverantwortlichen, lasst euch mal die Leute ihre Fürbitten auch bringen. Ja, es heißt Oratio Fidelium, Gebet der Gläubigen. Und die Gläubigen sind nicht vorhanden im Gottesdienst. Die müssen sich irgendwelche Texte, die man auf das vorformulierten Vorlagen jetzt eben hat, da sitzen eben dann die politisch Korrekten, die da diese Sachen jetzt eben formulieren, die sich nichts vergeben wollen und so weiter und so fort. Aber es sind nicht die Schreie aus dem Herzen, die an Jesus gekommen sind. Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Schaut's euch mal in der Bibel an, wie dort die Leute zu Jesus schreien. Was sind dort bitten? Um Heilung, um Rettung, um Erlösung, um Befreiung von Bedrückung und so weiter und so fort. Und wir sehen ja bei Missio, wir müssten jetzt bei 100.000 Fürbitten sein, seit März 2020. Es ist gigantisch und es ist so viele Gebetserhörungen auch, weil es wirklich ehrliche und aufrichtige Bitten sind. Und glaubt ihr, der liebe Gott schaut auf Texte? Ja? Glaubt ihr, der ist interessiert, wann wir ihm da politisch korrekte Texte vorsetzen? Überhaupt nicht. Ja? Der möchte, dass du im Herzen darauf vertraust, dass du glaubst, dass er dein Retter und Heiland ist. Und deshalb bitte, liebe Liturgieverantwortliche, nehmt die Gebete der Gläubigen rein. Ich habe auch, wie ich Pfarrer war, da hat man auch eine persönliche Fürbitten, aber da habe ich diese Mappen in der Kirche verteilt, in der Pfarre, und da haben die Leute aus der Bank heraus diese Bitten gelesen, damit zumindest deutlich wird, es ist euer Gebet. Nicht, dass der Pfarrer oder irgendwelche Liturgieprofis, die gut sind und notwendig sind, euch da wieder irgendwas vorsetzen, sondern es sind eure Formulierungen. Oder ganz schrecklich ist dann oft so bei Firmungen, wo dann die 13-Jährigen da aufmarschieren und irgendwelche Texte lesen, die es gar nicht verstanden haben. Ja, Entschuldigung, es ist doch kein Textaufsagewettbewerb, die Fürbitten. Und bitte die Lektorinnen und Lektoren der Fürbitten, bitte schaut, dass ihr die auch ordentlich vorlest. Da geht's um ganz viel. Die werden vorgelesen, bevor die Gaben zum Altar gebracht werden. Brot und Wein, die dann gewandelt werden. Und die Idee ist, dass diese unsere Nöte, unsere Sorgen, unsere Ängste und so weiter, dass die jetzt gewandelt werden in Erhörung. Das ist unser Vertrauen. Und bei den Freikirchen, schaut euch an, was da gebetet wird. Die meinen es wirklich so. Und ich bin ganz, also ich stimme mit dieser Kritik
hundertprozentig überein. Ja, die Fürbitten sind im Augenblick ein Katastrophengebiet in unserer Liturgie, so wie sie jetzt laufen, in den meisten Fällen. Ja, also kann man gut verstehen, dass der liebe Gott sagt, was ihr da sagt, ja, dieser Quatsch, dieser formulierte Quatsch, ja, das meint sie ja gar nicht so. Das interessiert mich überhaupt nicht. Fangt mal wieder richtig zu bitten und zu beten an. Ich möchte diese Empfehlung sehr intensiv weitergeben, auch jetzt aufgrund dieser 2,5-jährigen Erfahrung in der Pandemie, wo man die Leute wirklich bitten lässt, ja, wo ihre Bitten kommen. Da kommt plötzlich auch von Gott eine ganz große, wunderbare Antwort. Fürbitten werden ja oft auch benutzt, wirklich benutzt, um den Leuten zu sagen, was sie zu tun haben oder wie sie zu denken haben oder um welche theologische Richtung es geht. Die nächste Zuschrift deutet auch wieder darauf hin. Lieber Pfarrer Rimmel, lieber Pater Karl, in unserer Pfarrei wird jetzt seit kurzem bei Andachten oder Wortgottesfeiern unter der Leitung einer Pastoralreferentin zum Beispiel bei Fürbitten so gebetet. Wir bringen ein Anliegen vor, Gott, unsere Mutter und unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns. Also mir geht das gegen den Strich. Was meinen Sie dazu? Vielen Dank. Ja, was soll ich sagen? Ja, also es ist, ja, wo das Salz lau geworden ist, taugt es zu nichts. Es wird weggeworfen und zertreten. Also ja, da können wir über liturgische Missbräuche und so weiter weiterreden. Und ich weiß ja nicht, was los ist bei uns. Ja, also dass man, ja. Also, Thomas, erspar mir die Antwort darauf. Ich glaube, also meine, das ist meine Antwort. Ich habe noch eine andere Frage, die da dazu passt. Sehr geehrter Pfarrer Rimmel, sehr geehrter Pater Karl, ich habe schon erlebt, oder nicht die da dazu passt, sondern die eine andere Frage bringt, zu den Fürbitten. Ich habe schon erlebt, dass in sehr konservativen heiligen Messen für das Wetter gebetet wurde oder für die Ernte oder andere Sachen dergleichen. Da muss ich aber sagen, dass wir heute wissen, dass das Wetter und die Ernte ganz normalen naturalistischen Prozessen folgen. Es gibt die Biologie und die Meteorologie und beide Gebiete sind reine Naturwissenschaften, ja, und kommen ohne Gott aus. Ist das nicht, ja, infantil, um gutes Wetter zu beten oder um eine gute Ernte oder dergleichen? Entweder ist Gott für alles verantwortlich oder er lässt die Natur Natur sein. Sonst wäre er auch für Corona verantwortlich. Aber das ist auch ein Naturprozess, den Gott nicht steuert und so weiter. Mit freundlichen Grüßen. Vielleicht kannst du auch dazu noch was sagen. Ja, also soll ich dann jetzt eben nicht beten, dass die Pandemie endet und dass niemand jetzt eben am Leib und Leben gefährdet ist? Also selbstverständlich wissen, also eines ist schon richtig. Man hatte früher schon ein bisschen so die Vorstellung, dass der liebe Gott dann so der Lückenbüßer ist für diese unerklärlichen Dinge, wie das Wetter damals jetzt eben war. Wir können heute sehr vieles erklären, wie es funktioniert. Wir wissen nur nicht, wir können nicht erklären, warum es so ist und was die Bedingungen dafür sind, dass es so geworden ist, wie es ist. Und also der Schöpfer Gott in seinem Mysterium steckt hinter allem. Wir können das Wie beschreiben in einigen Bereichen, aber nicht das Warum und Woher. Also das muss man auch grundsätzlich dazu sagen. Und deshalb sind solche Bitten, die man an Gott richtet, jetzt eben um Bannung von bestimmten Naturphänomenen, Stürme, Katastrophen, Erdbeben und so weiter, die sind natürlich ein Grundausdruck auch des Vertrauens darauf, dass letztlich Gott der Herr der Geschichte und der Welt ist. Es ist schon richtig, unser Abt, Altabt Gregor, der hat immer die Formulierung verwendet, Gott ist kein Wettergott. Ja. Also da hat er recht. Ja. Auf der anderen Seite wieder, es ist doch ein Ausdruck, wie soll ich sagen, des Grundvertrauens an Gott, wenn ich in einer Not, wir haben das zum Beispiel auch in der Bibel, nicht, also bei Elia, bei dieser langen Dürre, die da war, bei Witwe von Sarepta und so weiter. Wenn wir jetzt eben Gott auch das Vertrauen hinhalten, du bist Herr der Geschichte, wir haben jetzt eine so furchtbare Periode der Trockenheit, übrigens immer wieder in Afrika, mit dem wir ja konfrontiert sind, was hier niemand hört. In Madagaskar zum Beispiel hatten wir 2021 eine furchtbare Dürrekatastrophe, gefolgt von einer Flutkatastrophe. Ja, soll ich da jetzt den lieben Gott außen vor lassen? Das sind alles nur Wetterphänomene. Oder nein, ja, also das ist doch selbstverständlich, dass ich den, der alles geschaffen hat und der auch natürlich die Welt in ihrer Freiheit, in ihrer Naturgesetzlichkeit, und dazu gehört das Wetter und dazu gehört eben die Tektonik, wo sich die Platten verschieben und dann Erdbeben sind und so weiter, der jetzt das sein lässt, aber dass ich ihn da auch bitte um persönlichen Schutz und Hilfe für diese Menschen in Madagaskar, die dann jetzt eben Hunger sterben müssen, wenn da kein Regen kommt. Also das ist doch irgendwie selbstverständlich. Also ich würde, bitte eins möchte ich dazu noch sagen, Thomas, du schaust schon so wartend, ja, aber bitte, ja, also wir dürfen Gott um alles bitten.
Also es ist nicht unanständig, Gott um etwas zu bitten, wo ich meine, das ist vielleicht ein bisschen kindlich, weil ich ja weiß, das Wetter kommt ja durch die Verschiebung eben der Druckzonen und so weiter. Es ist absolut nicht ehrenrührig, auch für dich als naturwissenschaftlich denkenden Menschen, wenn du den lieben Gott um gedeihliches Wetter bittest. Pater Karl, ich habe nur deshalb so geschaut, wie ich geschaut habe, weil wir schon mit der Zeit am Ende sind. Oh ja. Und ich darf dich bitten um Segen. Vielleicht kannst du mal am Ende dieser Sendung einen Wettersegen geben. Aber bleib friedlich. Ja, sehr gerne. Warte, da suche ich, da hole ich mal das Kreuz. Ja, genau. Herr Jesus Christus, wir bitten dich einfach, dass wir darauf vertrauen, auf dein Wort. Wer bittet, der wird empfangen. Wer sucht, der wird finden. Und wer anklopft, dem wird aufgetan. Ich möchte dich heute einfach bitten, dass wir Christen wieder mehr darauf vertrauen, dass Gott eine Wirklichkeit ist und dass unser Beten und Bitten wieder aufrichtig, ehrlich und vertrauensvoll wird. Und dass wir uns auch trauen, Gott um alles zu bitten, wenn wir dazu sagen, dein Wille geschehe. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Auf die Fürsprache der allerseligsten Jungfrau und Gottesmutter Maria bitte ich den Herrn der Welt um seinen Segen für alle Menschen, die bedroht sind von Klimakatastrophen, Gewitter, Stürme, Blitz, Hagel, Flutkatastrophen. Bitte ihn um gedeihliches Wetter für alle Menschen, damit sie nicht gefährdet werden an Leib und Leben. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Das war ein selbstformulierter Wettersegen, Thomas. Ja. Danke, sehr schön. Pater Karl, herzlichen Dank für dieses Gespräch, auch Ihnen für Ihre Fragen, sehr interessante Fragen wieder, auch für Ihr Dabeisein bei dieser Sendung. Möge die liebe Gott Sie und Ihre Lieben behüten. Bleiben Sie gesund, werden Sie gesund und Frieden. Frieden für die ganze Welt.